Nun gut, dann wollen wir uns hier also doch mal umsehen. Aber was Sinn machen, dass du jetzt noch nicht so weit vorziehst? Du hast eh nicht genügend Bewegungspunkte, um dann bis dahin oder wieder zurückzukommen. Naja, das ist wahrscheinlich auch egal. Wenn du eh nicht bis dahin kommst, dann kannst du eigentlich auch eins weiter gehen, so ein bisschen hier. Und du bleibst mal so ungefähr hier. Was macht das Ding hier? Großer Schrein, einen großen Zauber. Einfach nur so eher so. Kommst auch nicht mehr hin. Was wir hier noch bauen, wie schon gesagt, das muss nicht unbedingt sein. Die können wir noch upgraden. Ja. Alle Minen agieren als Goldminen. Also außer die Holzfälle. An die Wagenverhalte, okay. War schon. Natürlich jetzt schon mehrere. Dings hier hätten wir also natürlich noch besser, aber okay. Du kannst dann theoretisch mal das hier noch bauen, aber das ist jetzt erstmal egal. Das wollen wir jetzt nicht ausgeben. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Helden. Und was für einen ist uns eigentlich egal. Mal so. Okay, also so viel Geld haben wir jetzt einfach sowieso nicht, ne? Wir kriegen jetzt 7000. Das macht jetzt, denke ich, keinen Sinn, jetzt da so viel zu verkaufen. Ja, wir müssen da noch eine Runde warten. Ja, wir können hier nochmal jeweils 5 nachhauen oder so. Da werden wir noch ein Ründchen warten müssen. Du bleibst da. Du nimmst das mal auf. Okay, das ist gut. Weil somit kriegen wir wieder unser Kreaturentempo wieder zurück. Du hast eine Goldmine. Das ist ja mal was. Ja,
Ja, macht's fast schon Sinn, gegen den hier zu kämpfen als erster Song. Wir können noch mal ein bisschen hier vorschauen, aber wirklich schwer. Kessel voller Gold. Okay, sauber schönes. Okay, jetzt haben sie einiges zu tun am Anfang der neuen Woche. Aber man muss schon mal sagen, wenn wir schon so viel von der Karte explored haben, haben wir noch relativ wenig Kontakt zu anderen, ehrlich gesagt. Okay. So, meine Freunde. 11. Erz, es wird sich nicht ausgehen, ne? Also gut, ja. Ich kaufe Holz. Es ging sich aus. Das auch noch gar kaufen. Also wir hatten ja schon gesagt, dass er dazu einen weiteren Zug braucht. Das ist ein halt bis zu ihm hin. Ich meine, ja, das ist jetzt auch egal, dann kannst du es ihm auch gleich abnehmen, ehrlich gesagt. Nur mal so auszudrücken, weil das ist jetzt nicht ganz optimal, aber was soll's, komm. Okay, ich denke, wir haben den richtigen Knopf gefunden. Okay, jetzt zählt's. Okay, haben wir halt 700 hier. Anzahl an Einheiten hier nicht so crazy. Also 5 von denen macht keinen Sinn. Hier können wir jetzt mal nicht so viel. Na gut, einmal hier hinten reincasten vielleicht. Okay. So. Oh, nochmal Level up. Dann kriegen wir leider noch nichts. Nochmal so eine Chance hier. Und wir warten jetzt natürlich mal. Das ist ja gemein, und kriegen die lauter. Warum kriegen die lauter Goldminen? Frechheit. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, warum wir auf dieser kleinen Map zuerst den Grünen gesehen hatten. Herzlicher Neutraler, das ist uns jetzt eigentlich egal. So. Die Dinger fahren irgendwie nach unten, ne? Also bis hierhin können wir nicht auf jeden Fall schon mal gehen. Nur Goldminen. Das ist ja frech. Also ich gehe mal davon aus, dass die Straße ungefähr wahrscheinlich irgendwo sinnvoll hinführt. Zurück.
Uns fehlt noch ein was, ne? Wir sind. Das ist Hospital, oder? Können wir mal bauen. Ja, Moral, genau. Kommen wir jetzt nicht hin. Achso, na gut, die werden wahrscheinlich. Irgendjemand sind ja wahrscheinlich die anderen Ressourcen wirklich überhaupt nicht benutzt. So kann ich mir das eigentlich nur vorstellen, dass sie deshalb hier nur Goldminen haben, ne? Wo ist denn der dritte Held hin? Das war jetzt nicht. Okay, dann soll uns das mal egal sein. Achso, du bist erschöpft, ja. Egal. Dann lass uns aber mal zuerst, dass er eine ist. Wäre jetzt natürlich schon. Also es wäre auch gut, wenn wir das machen würden, aber dadurch kriegen wir natürlich. Weil es ist, wird, denke ich, wesentlich schwerer sein, das einzunehmen, wenn da wirklich richtig voll jemand drin sitzt. Ne? Man wird so schon mit Stufe 6 Satz statt nicht ganz einfach sein, aber wir können ja noch ein paar Einheiten dann nachholen. Ja, wir haben gerade gesaved, ne? Ja. Upgraded hier oder was? Oh, ich habe kein Mana hier. Ja, sobald unsere Schützen dann so ein bisschen rankommen oder so. Noch Wölfe hier. Das ist mal theoretisch Einnahmen 12.000, aber. Wir kommen noch an ihn ran. Ach, hier der andere ist ja unten. Also, das ist aber nur ein einfacher. Wir. Warte mal. Level 6. Ja, das geht. Ja, wir könnten uns jetzt sagen, wir können eh nicht alle Einheiten mitnehmen, aber wir wollen das ja eigentlich schon auch klar. Wir wollen es einfach klar machen, ne, damit das hier hinhaut. Wenn ich dich angreife, wenn wir nicht mehr an sie rankommen, wir wollen auf jeden Fall diesen starken Feind hier eliminieren. Ne? Also wir werden einen neuen Helden dann hier noch anheuern. Der kann. Zumindest diesen Einzelnen hier noch schlagen, dann kommt sie halt zurück und dann müssen wir das halt nochmal einnehmen. Wir könnten sicherlich einige Truppen da lassen, aber ich will jetzt auf Nummer sicher gehen, dass wir das hier wirklich schaffen.
Machen wir saven und dann los, ja. Sie ist ja vielleicht wesentlich besser im Zaubern als wir. Das sehen wir leider nicht, die Attribute. Haben sie auf jeden Fall wesentlich mehr Moral und solche Geschichten. Verschiedenstes Zeug dabei. Die sind wirklich starke. Die würde ich mir eigentlich gern ein bisschen aufheben, aber was soll das, wenn ich jetzt die dreimal rausnehme? Nicht nach vorne. Ja, wir haben ja einiges jetzt hier gelernt, ne? Wir haben ja halt nicht extrem viel. Oh, 50 mittlerweile. Ich beschwöre trotzdem immer mal so ein paar kleine Kobaltin hier hinten dran. Also, das wird jetzt sicherlich sowieso was mit Versteigerung reinholen und was weiß ich was alles. Was ist das hier? Stufe 3 Todeswelle. Fügt Gegner einen großen Rat, ja, Schaden zum Belegt sind. Gibt das immer wahrscheinlich gleich am Anfang machen müssen. Ah, ja, komm. Das haut, denke ich mal, ganz gut rein. Was haben wir hier noch? Schrecken beschwören. Na gut, machen wir hier. Mal Nachschub hier. Wobei ich nicht weiß, wie viel sie da wirklich noch haben. Achso, na gut, das sehen wir jetzt nicht, ne? Das ist aktuell nur die aktuelle. Wir haben auch schon einige vergoldet. Die unser ganzes Mana ausgegeben, aber das ist, denke ich, auch wert. Und noch mehr Nachschub hat sie nicht. Ah, das sieht einfach gut aus. Oh, du kannst noch angreifen. Jetzt brauche ich mich mal nicht mit hier. Wie kommen wir denn von denen? Bleibt ihr mal bitte da und ein paar von... Brauchst du? Ja, das ist ja okay. So, ne? Machen wir mal so hier. Also unser Held muss auch von vorne hier anstormen. Gleich gegen den Großen hier. Lebensraub oder irgend sowas. Ja, die sind gleich vergoldet worden hier, die Großen. Ja, komm hier nochmal rein, bis wir uns gegen den nächsten Helden antreten. Wird sich ein bisschen Zeit vergehen. Okay. Kann man auch nicht. Kann man auch nicht. Okay, dann. Das hier.
Ist uns eigentlich egal, wen? Nee, nicht du. Okay, dann soll er gleich mitnehmen, wenn er direkt drin steht. Ah, hypnotisieren, okay, das ist nicht ganz ohne. Oder hat er Duplikate davon erschaffen? Keine Ahnung, wie das funktioniert jetzt. Gelb ist noch nicht besiegt. Wir sind jetzt schon eine zweite Stadt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich denke, wir warten mal noch einen Tag hier. Gelb hat erstmal nichts Wirkliches getan. Das ist interessant. In gewisser Weise hätte ich schon Lust, mit dem Starken das hier zu verteidigen. Weil er kann halt auch mehr ausrichten, ob er tatsächlich auch noch auf einen Feind irgendwo trifft. Wenn der sich jetzt irgendwo versteckt, oder hat er noch eine zweite Stadt? Und wo fanden die jetzt hin? Dahin, ne, oder? Oder gehört ja mittlerweile uns. Achso, das ist meins. Das fährt nur irgendwo mehr hin, ne? Es ist in dem Sinne egal, wir können einfach einen neuen Helden anordnen, ne? Also einberufen, so viel haben wir ja. Gieß mal hier rüber. Geht doch runter, ne? Habe ich schon gesagt, ich denke, ich werde ja trotzdem mal noch irgendjemand anheuern, weil das so ein bisschen Geld hier kostet, aber. Das ist nur ein. Nee, nicht hier hinten. Ah ja, jetzt sind die Kosten schon wieder gesunken hier. Du verteidigst hier erstmal ein bisschen was. Ah ja, momentan. Ach nee, ich bin auch blöd, darum nehmen die nur Gold ein. Ist ja klar.
Weil momentan alle als Goldminen zählt, okay. Das ist ja total unfair. Nein, nein, es hat nur eine andere Bewandtnis. Okay. Logistik ist wohl ein bisschen mehr wert, oder? Sind Ressourcen ja fast wertvoller. Ja. Du bleibst erstmal hier. Sie hat sich jetzt wieder leicht erholt. Wartest mal, bis hier wieder was Neues kommt. Ah, wir. Ja, wir. Moment, ihr habt keine Magiergilde gebaut, doch. Also es hängt vom Helden ab, wo war, okay. Ah! Okay, gelb wurde zerstört. Sehr schön. Da wird jetzt nicht mehr viel sein, ja? Ne, das war es eigentlich. Okay. Dann lass uns aber mal wirklich mit dir hier hingehen. Liefert ihr noch mal ein bisschen was an Gedöns nach und zieht dann danach hier hin. Genau. Er hält hier fest. Sie wartet, bis es hier weitergeht mit Einheiten. Er muss nicht mehr da runter. Er geht hier hoch. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo wir jetzt hin exploren müssten. Schauen wir mal, ob es hier drüben vielleicht doch noch weitergeht. Okay, jetzt ist mal auch wieder, was wir hier kriegen, ne? Plus zwei. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder im. Ich weiß nicht, ob jetzt in dieser Runde noch was reinkam. Ne, scheinbar noch nicht, sonst hätten wir auch wieder was. Wir sind wieder in einem komischen Erzdefizit, aber irgendwie. Na gut. Okay, ne, das war jetzt bloß wieder so ein kleiner. Alles nicht. Merzin der Neutraler. Das ist eigentlich auch egal. Ja, das gab es auch noch. Kostet 25 Bewegungen, ne? Ja, gut. Dauert halt das ganze Genixe. Brauchen wir nicht. Also. Das kostet uns jetzt zu viel einfach.
Wenn wir noch hier noch ein bisschen was zum Ausrüsten zusätzlich finden, ist das nicht schlecht, aber... Wir können halt nicht ganz so lange warten, denke ich mal. Genau, jetzt sind wir erstmal hier. Das haben wir jetzt natürlich mittlerweile alles ein bisschen runtergebracht hier. Schwefel. Und ein Quecksilber. Genau, du gibst das mal ihr. Zack. Mal zurück. Wir könnten das theoretisch natürlich auf die Art und Weise erstmal verteidigen lassen, ne? Aber wahrscheinlich macht sogar mehr Sinn, wenn sie auch sich mit hier hochbegibt und unseren Mann hier mit unterstützt, ne? Ah ja, der ist direkt mit zusätzlich da drin, ne? Genau. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Unendlich viel Erz. 25, um genau zu sein. Aber selbst das können wir jetzt erstmal stemmen hier. Okay. Und dann ja, sehen wir mal. Also wenn jetzt von der drüben oder so niemand mehr kommen kann, dann passt das ja eigentlich. Und du wartest mal hier, bis sie zu dir hingekommen ist und lässt dir das mal noch geben hier. Dann müsst ihr auch eine halbwegs ordentliche Armee haben. Ich würde mal sagen, wir haben schon ganz gut was eingenommen soweit. Also im Herstreifen machen halt normalerweise nichts. Mitte irgendwo schaffen. So, was ist jetzt gerade hier? Versuchst zu ihr zu kommen. So, dann übergib ihm mal diese Geschichten. Da ist immer noch fast unmöglich für ihn, aber macht er nichts. Schönes Beherrschung und so weiter. Regeneration erhöht die Mana-Regeneration. Das ist grundlegend.
Sachsen. Das machst du natürlich nicht. Sondern eher, okay, dann Eindringung in dieses Gebiet. Und also einen von denen machen wir mal nicht, das gefällt mir nicht. Ah, so passt schon. Was wir hier irgendwie hinkriegen hier. Und wieder einige auch vergoldet. Ja, wohin jetzt, ne? Theoretisch ist jetzt hier in diesem Bereich noch kein anderer. Das weiß ich jetzt nicht. Dann gibt es hier zwei verschiedene Bereiche, wo die dann nah aneinander sind. Ja. Könnte das ja nicht wirklich sein, dass es ja das Neutrale ist. Also, ne, die anderen. Die anderen sind sozusagen schon durch. Okay. Wir könnten jetzt sofort hier durchbrechen. Das macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn, ne? Ein ultimativer Zauber. Die sind eh keine großen Zauberer, ne? Wenn du dich dann hier hinstellst, ist es, denke ich, ganz gut. Ja, wir probieren es mal. Also, hier werden wir auf jeden Fall durchkommen, das ist jetzt nicht die Frage. Und die ist Quatsch. Okay, dann holen wir halt doch den einen hierher. Also jetzt. Die wollen wir trotzdem schon mal ein bisschen ablenken hier. Will nicht extrem lang aushalten. So, jetzt kommt mein Großer hier rein. Geht's meinem Reiter? Also, dem geht's noch gut, oder? Ah! Okay, er hat's gerade so geschafft. Kampf, ja, mach mich bitte noch stärker. Das ist gut. Du bleibst jetzt mal hier. Ach, schau an. Das ist ja okay, das kriegen wir ja einfach so, diese Verteidiger hier, die kriegen wir gestellt. Da war natürlich keine Chance, aber das ist ja in Ordnung. Das heißt, er ist auf jeden Fall schon mal durchgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht natürlich uns mit den Falschen hier angelegt. Das könnte der Grüne sein. Na, egal. Anspruchsvoll. Ah. Einfach. Das würde ich gerne mal probieren.
wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Mit ihr müssen wir das theoretisch auch schaffen, wenn das hier sagt, einfach. Heiler, okay, genau, Fernkampf, Fernkampf. Ist irgendwie ein bisschen vor hier. Schleim und so weiter, das Ding hier kann ja nicht zaubern und so weiter, und sie hat hier relativ viel Mana hier und so. Wir von unseren Einheiten können offensichtlich drüber springen einfach. Ja, das passt ja. Ich weiß nicht, was du brauchst. Das war nicht so wichtig. So. Ich kann den nicht, das will ich jetzt eben mal probieren, von hier aus direkt angreifen. Ne? Ja, er zieht dann sozusagen raus. Wir hätten mit ihm dort bleiben können. Das würde mich mal interessieren. Das probieren wir jetzt mal. Laden. Wird schon hoffentlich das Richtige sein. Ja. Spielladen habe ich. Tag 3, Woche 5. Genau, ne? Du hast es jetzt eingenommen. Richtig. Geh mal bitte dahin. Mal schauen, was er jetzt macht. Er hat nicht nochmal Nachschub, falls das sein muss. Mal schauen, was du jetzt machst. Das ist mal Angst. Okay, das traut er sich nämlich nicht, das auf die Art und Weise einzunehmen. Dann kommen die Grünen jetzt. Fast unmöglich. Oh, obwohl der Level 9, ja, er hat ganz schön was eingeladen hier. Ich meine, wir können uns auch noch mehr Einheiten mitnehmen. Das wäre eigentlich gut, wenn die zwei sich in dem Sinne mal bekämpfen. Das meinte ich eben, ne? Also entweder mal ist es so schnell, dass man die beide noch erledigt, wenn sie noch nicht so stark sind. Oder man kriegt es irgendwie hin, dass die zwei sich gegenseitig bekämpfen. Ich wollte dich eigentlich also ein bisschen mehr als Störenfried hier sozusagen mit haben. Ja, wie macht man das jetzt? Ist das nicht, wir werden die nicht dazu kriegen, dass sie sich explizit gegeneinander bekämpfen. Ne? Wir können alle Einheiten in unseren Hauptmann reinhauen, dann können die zwei sich bekriegen und sich wahrscheinlich fast komplett gegenseitig auslöschen. Und dann haben wir immer noch den anderen hier drüben. Und wenn wir aber zuerst den Roten jetzt eliminieren, wenn das sein Stärkster ist, dann haben wir gegen die Grünen wahrscheinlich keine Chance. Ne? Andererseits haben wir jetzt natürlich einen Ressourcenvorteil. Wir sind ja der Einzige, der momentan zwei Städte besitzt. Also wir könnten sie zum Beispiel dahin ziehen, dann kann sie schon mal ein bisschen was reduzieren.
Ja, und er kann das hier zum Beispiel mal rübergeben. Dann ist er nur noch Mittel. Das heißt. Das heißt aber auch, dass der hier drüben natürlich jetzt kein Problem mehr wäre, wahrscheinlich, ne? Schon mal zurückgehen. Okay, warum bist du jetzt Stadt Nummer 1? Ist auch egal. Also wir könnten ihn jetzt sofort angreifen. Dann würden wir lieber den Eingang nach unten schützen. Mittel, der wird trotzdem nicht leicht, ne? Save. Jetzt bist du nicht nur noch einfach. Hier geht's zu ihm rüber, genau. Das hat er nämlich schon mal aufgebrochen. Ist in Ordnung. So viele von denen macht, denke ich mal, keinen Sinn mehr. Also nee, dich bitte nicht. Hier hinten Fernkämpfer, wie viel hast du davon? Schon ein paar. Aber wir haben auch Mana mittlerweile hier. 5, 6, sogar immer so wenig. Aber ich würde sagen, wir hauen dir hier mal voll die Brains mal rein. Und das sollte eigentlich schon was bringen. Eigentlich so viele Fernkämpfer. Ich bin jetzt fast nur Hauer gestorben. Was komme ich dafür 70? Achso, ne, diese kämpfen aber nicht aktiv mit, ne? Das sind unsere Gesamttruppen irgendwie. Ja, aber den haben wir natürlich auch ein paar verloren, ist schon klar. Obwohl, das geht. Also nur diese Nahkämpfer hier eigentlich. Das ist wohl etwas besser wie das andere. Definitiv mal besser als die Armbrust. Und er macht sich mal bereit. Dann hier gleich noch einen harten Schlag zu versetzen. Dann sind beide Armeen, denke ich, sehr stark geschwächt. Ich meine, ich kann es ja nicht ganz genau sagen, wie es mit denen hier drüben aussieht. Du bleibst erstmal da und versuchst mal ein bisschen was dort voranzubringen. Moment, wo gehst du hin? Weiß ich nicht. Gar nirgends eigentlich, oder? Ja, du wartest. Ah ja, irgendwann gehst du mal wieder dahin. Wir sehen erstmal nichts. Der würde irgendwas machen hier. Sind wir nicht in dem Turm?
Also er muss uns und den Turm danach auch noch angreifen. Na gut, das macht ja nichts. Ja, sicherlich nicht das Allersinnvollste, wie wir das jetzt hier positioniert haben. Na gut, ihr müsst mal hinten bleiben. Ich habe jetzt niemanden nach vorne, der Dings kann, ne? Der zaubert nicht irgendwie. Und belegt sie mit Gift. Ich denke, das ist schon mal nicht schlecht. Er haut natürlich auch ganz schön rein. Die Typen hier. Wie viel kostet das hier, Mana? Ich muss nur noch eine Todeswelle machen. Ja, er will nur gesagt, das sollen wir ja auch gar nicht gewinnen hier. Geht ja bloß darum, dass wir vielleicht ein bisschen ordentlichen Schaden gleich mal anrichten. So. Steigung rein. Und wenn wir den ja schon mal, wie schon gesagt, ein bisschen schwächen, dann haben wir schon einiges geschafft. Also erstmal bloß so ein kleines Hindernis hier werden. Ja, irgendwelche Drachen und sowas, das werden wir jetzt einfach hier nicht hinkriegen. Aber das macht ja nichts. Also, wir haben immer noch Verstärkung, okay. Ja, dann haben wir leider keinen Mana mehr. Ich denke, wir haben durchaus halt auch ein paar von diesen komischen Augen und so besiegt. Also das hilft auf jeden Fall schon mal. Dieser eine mit seinen Zauberstäbchen, der, achso, das wird der Held sein, oder? Nö, das ist hier Schattenzauber. Wenn der gestorben wäre, das wäre natürlich noch cool gewesen, aber gut. Okay, die Schleime hier verstecken sich. Genau, okay, also das ist dann immer so. Okay. Na gut, hier kann man natürlich nicht viel ausrichten. Aber vielleicht sterben auch da ein paar Einheiten, wer weiß. Und wir haben immerhin ein paar Zauberer hier draufstehen und so weiter. Ja, ein Auge ist gestorben. Schau an. Na gut, sie kriegen auch wieder ein bisschen was zurück hier. Okay, habe ich gleich durch. Mal schauen, so wie müssen wir uns halt da auch nochmal durchkämpfen, weil so viele extrem viele Bewegungspunkte wird er jetzt nicht mehr haben. Also er musste jetzt schon ganz schön, hatte schon ganz schön zu tun bis jetzt, der Mann. Jetzt sehen wir mal den Drachen hier. Achso, der war vorhin bestimmt gar nicht in der aktiven Truppe mit drin. So, das war's aber. Also du bist jetzt aber wiederbelebt, ne? Ja. Genau, jetzt ist er nämlich nur noch einfach, weil er jetzt hat er sich erstmal voll verausgabt. Ja, her damit. Können leider nicht ausschließen mit diesen Kämpfen. Da wird nichts. Na, wenn dann schon für alle davon. Okay, na, das sollte ja wohl klappen, ja. Irgendwie hin. Nicht alle. Ach man. Also gut genug.
die Jungs jetzt hin? Wo seid denn ihr? Bin ich wahnsinnig? Bärenwache? Jungs? Okay, jetzt sind sie sehr schön. Weiß nicht, also vielleicht habe ich es auch irgendwie übersehen, aber mir kommt es so vor, als ob ich die jetzt nicht da war. Was kostest denn du dann? 21 Mana. Okay, ich denke, das hat ganz schön reingehauen. Okay, dann ist er eingefroren. Also scheint auch ganz schön harter Zauber zu sein, den er hier kämpft. Ah, wir haben seinen Drachen vereist. Auch mal cool. Noch mehr Führung. Gold, Gold. Ja, jetzt können wir uns aussuchen. Grün oder Rot, wo wollt ihr hin? Hier gibt es erstmal ein. Achso, du rückst du durch das Krankenhaus immer ein paar nach, ne? Ach ja. Werden die hier zuerst angegriffen, aber bevor sie sich hier weiter erholen, und das waren vielleicht noch nicht die ganz starken Armeen. Also, ich glaube nicht, dass er unbedingt eine noch stärkere hat. Das meine ich damit nicht. Na gut, also wir werden jetzt gesehen, dass es sowieso keinen Unterschied macht, ob er jetzt da. Also, der einzige Vorteil ist, sie müssen dann explizit an mir vorbei, ne, wenn ich da stehe. Bietet sich halt hier an, ne? Wir wollten es so machen, aber ganz ehrlich. Dann machen wir es halt so. Also Junge, das wird ja aber nichts mit dir her, okay. Jetzt haben wir mal die Dicken hier rein. Achso, ich hab dich nicht vorgeschoben. Okay, wir haben leider einiges an Zaubern dran hier. Oh Gott, ist das halt. Was ist das hier für komische Viecher sind? Gebieter. Verstehung. Eine Dicke hier ganz schön verloren hier, aber nicht gestorben. Okay. Ja, leider einiges an Zaubern hier. Also ein bisschen schade, aber was soll's. Ja, wo fahrt ihr hin? Da vorne. Wir sehen nicht sofort einen roten, okay, also dann scheint das echt ein harter Schlag für ihn gewesen zu sein. Einfach, zack. Soll bestimmt Götterberg heißen, oder? Ja. Ach, ihr seid dann alle da drin, ne? In dieser Festung dann jeweils.
Ja, komm. Aber wir sind einfach zu stark hier. Okay, dieses komische Hand scheint ganz schön verrückt zu sein. Das ist bestimmt ihr Ultra-Ding, ha? Selbst keine Einheiten. Okay, na gut. Das ist dann auch egal. Hä? Okay. So beschloss halt irgendwas. Ja, also dann unsere Freunde ja irgendwie hinbekommen hier. Irgendwann würde er auch keine Energiepunkte mehr haben. Grün vernichtet. Ah, dann haben wir sie sozusagen automatisch gleich eingenommen. Ist noch irgendwas zu erstellen? Nein. Erzmagier-Tribunal. Na komm, dann müssen wir noch irgendwas lernen hier. Am nächsten Tag gibt es nochmal neue Einheiten. Aber wir sind jetzt, denke ich mal, so stark. Also bevor jetzt noch Einheiten von noch einer weiteren Fraktion mit ihm hier dann mitnehmen, das wird uns, denke ich, zu unübersichtlich. Warten wir einfach. Sehr schön. Und jetzt können wir ihn natürlich mit Einheiten von drei verschiedenen Fraktionen dann am Ende noch angreifen. Während er sich hier erstmal versucht, so ein bisschen durchzubrechen. Mittel. Hey, hat sich hier ganz schön wieder was aufgebaut hier. In Ordnung. Aber wir probieren es trotzdem gleich. Viel aushalten, aber macht ja nichts. Wir müssen auf jeden Fall wieder mit nach vorn. Machen wir uns mal ein bisschen stärker hier. Mana haben wir leider keins mehr, also können wir ja nur noch grob und ganzen draufhauen. Aber das Eingolden, denke ich mal, macht halt schon Sinn, ne? Und er hat keine Versteigung mehr, wir haben noch Truppen in der Hinterhand. Ja. Das sieht doch gut aus. So.
Achso, apropos. Was brauchen wir hier? Ein bisschen davon. Da mal an dich. Na, du bist ja unsere eigentliche Heldin hier, die da vorgeht. Dann kannst du da auch Bewegung übersetzen. Ja, ich denke, da würde uns jetzt hier keinen. Ja, brauchen wir auch noch. Er sitzt dann hier, genau, sie bleibt hier unten. Was ist denn hier Schönes los? Ein Drachen. Okay, die Drachen selber gehören aber gar nicht hierzu. Okay, goldener Drachling. Okay. Was haben wir hier? Hier brauchen wir noch Kristalle. Achso, ja, passt schon. Und halt hier. Sehr schön. Kann man den ganzen Kladderadatsch hier nochmal einnehmen, aber ist egal. Du ziehst auch nochmal los als sozusagen ein Finaltrupp hier. So, und dann schauen wir doch mal, wo der Freund hier sitzt. Einfach. Warum er solches Zeug noch nicht mitgenommen hat. Haben wir doch wieder einen Freund hier. Da kommen wir mal vorher. So, rein in die Meute hier. Ja, da irgendwelche Phantome oder sowas, ne? Oder ob das jetzt alles nur Beschwörungen waren, würde ich gar nicht. Besitzung bloß oder. Ah, okay, das. Ach ne, ich wollte gerade sagen, da fahren ja gar keine Kärtchen, aber doch. Das war's erstmal. Ja, ihr kommt dann noch hinterher. Okay, meine Freunde, dann mal her hier. Wir wissen nicht, ob es die einzigen Einheiten sind, die er jetzt noch hat, aber wir haben ja schon ganz schön, also die einzigen Helden, aber schon ganz schön gewütet hier, von daher denke ich mal, müsste es ganz okay sein. Donnerelementare, ich denke mal, die werden ihn noch mal ganz schön hier einheizen.
Wir sehen schon wieder jede Menge Gold. Von diesen Jüngern, wir haben auch einige von denen. Kann ich immer zusammenziehen hier, oder? Was ist jetzt wieder wahrscheinlich der nicht aufgewertete und der andere dann. Okay. Egal, haben wir leider keinen Maler mehr. Unser Held ist auch schon ganz schön groß und stark geworden, würde ich mal sagen, wenn er hier so reinkommt. Ganz schön viel HP mittlerweile. Also zum Glück haben wir, darf man ja so oft angreifen. Ja, ganz so viele Fernkampf brauchen schon mal irgendwie noch was für die Front. Also ungefähr. Ein bisschen die Mauern einzureißen. Hey, ich bekomme ganz schön Schaden hier ab. Ja. Ganz schön bombardiert. Aber er zieht sich ja, denke ich, nur zurück, ne, wenn er wenig HP hat. Ja, die kriegen vielleicht auch mal so einen großen hier down. Na, dann kommen halt doch nochmal die Freunde hier hinten. Und geschafft. Okay, gut. Ja, aber doch am Ende doch mal ein, zwei stärkere Armeen, mit denen wir uns da auseinandersetzen mussten. Die zwei Gegner hatten sich also noch nicht vor uns getroffen und es stimmt schon, es war doch ein Stück dazwischen. Allerdings war es, wie schon gesagt, auf dieser kleinen Voransicht von den Farben her falsch eingesetzt. Wir waren, haben zuerst gegen die Gelben gekämpft. Ist uns am Ende nicht so schlimm, aber gut, so war es halt. Und natürlich von der Gesamtsteige her waren wir dann schon ganz gut drauf, aber haben uns auch noch ein, zwei sozusagen stärkere Kämpfe hier zu kämpfen gehabt. Nun gut, ja, ging ja soweit erstmal in Ordnung. Von daher erstmal soweit, bis zum nächsten Mal.